Weltliche Erfahrungen sind nur Fata Morgana. Kommentar zum 499. Vers von Viveka Chudamani. Shankara schreibt: Aropitam nashraya dushakam bhavet kadapi mudharmati dosha dushitai nardri karot yushara bhumi bhagam Marichikavari Mahapravaha. Selbst die größten Wassermengen, die bei einer Fata Morgana auftauchen, können niemals die Wüste benetzen. Das, was durch Menschen, die durch die Missstände in ihrem Geist getäuscht werden, überlagert wird, kann niemals das Substrat bedecken. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum Viveka Chudamani Podcast, Teil der täglichen Inspirationen. All diese Vorträge sind zu finden auf unserem Viveka Chudamani Schriftenportal schriften.yoga-vidya.de und dort findest du die wichtigen Schriften. Du findest alle Kommentare zur Bhagavad Gita, zum Yoga Sutra, Atma Bodha, Bhakti Sutra, Hatha Yoga Pradipika und eben jetzt auch Viveka Chudamani. Dieses Schriftenportal ist etwas sehr Wertvolles. Auf diesem Schriftenportal findest du zum einen die Sanskrit-Texte auf Devanagari und in der Transkription. Du findest die Übersetzung, manchmal auch mehrere Übersetzungen. Du findest ein oder mehrere Kommentare. Du findest die Wort-für-Wort-Übersetzung, sodass du selbst dir ein Bild machen kannst, was dieser Vers eigentlich bedeutet. Und so gibt es auch den Viveka Chudamani Blog und dort findest du die Videos, die Audios, die Texte, Wort-für-Wort-Übersetzung. So ist dieses Video auch Teil dieses Viveka Chudamani Blogs. Gut. Du findest noch mehr bei Viveka Chudamani. Wir haben bei Yoga Vidya auch Seminare und Ausbildungen, Weiterbildungen, auch zum Thema Vedanta. Und ich gebe seit vielen Jahren immer wieder eine neutägige Weiterbildung zum Thema Viveka Chudamani. In einer Gruppe zusammen, losgelöst zu sein vom Alltag und sich ganz auf Vedanta einzulassen, führt zu einer tieferen Erfahrung. Vedanta ist zum einen etwas, was du im Alltag leben solltest, im täglichen Leben. Und so ist es gut, jeden Tag einen dieser Verse auf dich wirken zu lassen und an diesen Essenz umzusetzen, im Alltag oder in der Meditation verwirklichen. Aber es ist auch gut, mal für eine Weile, ein Wochenende, 5 Tage, 9 Tage, 2 Wochen, in eine Ashram-Atmosphäre einzutauchen und dir ganz tief bewusst zu machen, was du wirklich bist. Und dich zu lösen aus der Maya. Denn, wie Shankara hier sagt, selbst die größten Wassermengen, die einer Fata Morgana auftauchen, können niemals die Wüste benetzen. Im täglichen Leben jagst du immer wieder Fata Morganas hinterher. Du denkst, das brauche ich, das muss ich haben und der mag mich nicht. Und der behandelt mich nicht richtig. Und hier habe ich ihn oder sie nicht richtig behandelt. Und ich werde dem nicht gerecht und ich bin nicht gut genug. Alles Fata Morganas. Deinem Selbst tut das nicht. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman. Mache dir das bewusst. Zwischendurch lächle Fata Morgana. Oder zwischendurch lächle Traum. Zwischendurch lächle Impro-Theater. Trete raus aus der Fata Morgana, trete raus aus dem Impro-Theater, trete raus aus dem Traum. Sei dir bewusst, all das kann mich nicht beflecken.